Au. Hallo Minecraft-Freunde. Zwei Dinge wollte ich erstmal klären. Zum einen, erstmal vielen Dank, dass ihr so ganz toll mitgemacht habt und dem Burschen geholfen habt, dem das Video gestohlen wurde. Dass ihr das alle geliked habt, finde ich mal richtig klasse. Kalle ist auch mit dabei, der hat ja Hallo. sich auch dem Ganzen angeschlossen und wir haben heute einen neuen Mitspieler, nämlich Summon Let's Play. Guten Der Tag. ist für jemand anderen, den wir, was heißt dem wir, den die Jury rausgeschmissen hat, weil da ist ein bisschen was im Argen gewesen. Und dann, Hubi, ihr habt sein Video gesehen. Und alle haben sie geschrien. Ah, der hat sein Haus in Luft gesprengt. Das Minecraft ist vorbei. April, April. Ja, aber weil Hubi sein Haus geopfert hat. Ja, es war sonst niemand bereit dazu, sein Haus zu opfern. Habe ich ihm ein neues gebaut. Gut, ein bisschen ist auch von Kalle mit dabei. Das heißt, die Tür hat er designt und hier diesen oben diesen Vorsprung. Ja, Die Fen ansonsten nee, die ist. Vorsprung nicht, die Fenster und die Tür. Die Vorsprung, keine Ahnung, wer den gemacht Ach hat. so, dann war der noch von mir. Die Scheiben sind auch von dir, ne? Ja, die Scheiben und die Ja, Fenster eben. die Scheiben, also die sind ja mal ganz besonders schick, ne? Die Oh ja, die haben es gut gemacht, ne? Die haben es Fensterscheiben. gut gemacht. Nein, ich habe mir gedacht, ich mache mir mal die Mühe und mache dann off-stream, ich habe das jetzt nicht aufgenommen, mache dann off-stream ein neues Haus dahin für Hubi. Ich hoffe nur, ihm gefällt das so. Also, ich gehe mal hier so rein. Ich habe jetzt nicht gar so viel hier reingebaut. Da er seine Truhe auch da unten hatte und seine Mine, wollte ich das nicht zubauen. Deshalb habe ich hier diese Falltür hingemacht. Dann hier oben habe ich ihm dann so drei Öfen hingebastelt. Und ja, ihr seht schon, ich habe ein neues Texture Pack. Das nennt sich irgendwie Smoothie oder so. Moment, Moment, gucken wir gleich mal nach. Genau, Musik. Smoothie, genau. Das habe ich Das ist nicht reingemacht. schlecht. Das ist nicht Das schlecht. habe ich reingemacht. Das ist das neue Texture Pack, was ich jetzt teste. Und bei der nächsten Folge, wie gesagt, gibt es wieder ein anderes, was ich teste. Gut. Und ja, ich hoffe, es gefällt dem Ruby. Das habe ich ihm sozusagen als Entschädigung dafür gebaut, dass er sein Haus für den April-Scherz geopfert hat. Ja. Dann, was gibt es noch zu sagen? Ach so, genau. Ganz, ganz wichtig. Ihr schlagt mir als weiter ganz tolle Texture Packs vor oder Resource Packs besser gesagt. Das Problem dabei ist, ich hatte ja gesagt, 32 mal 32 maximal, nicht höher. Ja, ich bekomme ständig Vorschläge von 128, von 256. Ich habe sogar eins vorgeschlagen bekommen, das ist, glaube ich, in 2048, ne? Kalle, war das, glaube ich? Keine Ahnung, Ich ja, kann glaube, sein. das war 2048. Ganz ehrlich, wenn ich das mit der Map bundle, ja, und die Map dann rausgebe, das kann ja kaum jemand spielen. Das können wirklich nur welche spielen, die wirklich einen guten PC haben. Selbst bei mir gehen da die FPS runter und das will was heißen. Nein, Leute, maximal 32 mal 32. Das möchte ich festhalten. Okay, und jetzt habt ihr erstmal das Wort. Adrian, soll ich zuerst? Ja, Ja, das ich war nehme nicht auf, geplant. ich nehme nicht auf. Ich würde Ach sagen, so. ich würde dir raten, deine Aufnahme jetzt erst zu starten. Glaube ich Genau. auch so langsam, ne? Ich mach das nur noch so, wenn ich mit Mythos aufnehme. Ich laber meine Freunde, Leute erstmal voll und mute mich so lange. Und Mythos kann dann seine Leute da erstmal ein bisschen voll quatschen. Okay, Na, warte ich. ist meine auch besser so, weil dann kann er seinen Freunden Leuten was sagen, was du deinen Leuten da. Weil jeder hat unterschiedliche Interessen und Abonnenten halt, ne? Blablabla. So. Aufnahme Wollte ich läuft da wieder. anstupsen. So, dann fange ich jetzt an, ja? Jo, warte mal, ich Oh zieh mich wieder Gott. aus. Oh, dann komm her, Kalle. Stellst dich neben mich? Ja, wo ich zieh Läuft mich wieder an. im F5-Modus. Methos, kommst du auch? Kleinen Moment, ich crafte gerade ein paar Pistons. Er Ich hat will immer nur mit hoffen, seiner Redstone-Technik, ne? dass ich es mir diesmal richtig gemerkt habe. Nein, 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 Kalle, das braucht's echt nicht. nein, So. Okay.
Weil ich habe nämlich heute vor, eine Redstone-Falle zu bauen. Ja, gut, was heißt Redstone-Falle? Ich werde da überwiegend mit Sand bauen. Ich habe da nämlich mich mal ein bisschen umgeschaut, was andere so für Fallen bauen und habe geguckt, ob ich das nicht irgendwie für mich verwenden kann. Und da ist eins ist mir besonders gut aufgefallen und das werde ich auch verwenden. Etwas stelle ich So, dahin. was hierhin? Zeig den Ja. Schnabel hier, Mensch. Bin im F5-Modus. Was, Ja, F5? stell ich dich sehe so mich hin von wie wir. vorne. Ich sehe mich von vorne. Okay. Oh, so, und jetzt nimmt mich alle in die Hand. Jetzt gibt mir alle eure Hand. Ja, nee, ist Warte, klar. warte, warte. Ja, guck mal hier, Vetos. Der hat's gecheckt. Warte. Ja, ist klar. Nimm dein Schwert aus der Hand, Kalle. Und jetzt? So. Jetzt, wenn er jetzt noch seine Rüstung auszieht, haben wir Partnerskin. Warte. Nee, Na, aber wird nicht nicht. ganz. Och, Kalle, Außenseiter, sehr krass. So. Ja. Ich starte jetzt eine Aufgabe, ja? Okay. Dann machst du auf die Kacke. Das war ich. Oh, Kalle, ey. Nix abbauen. Wo ist Ey, er komm, wieder wir hin? schlagen alle drei jetzt gemeinsam. Eins, zwei, drei. So, wie das aussieht, ne? Na los, jetzt hört auf, jetzt hört auf! Ich hau. Oh. Nee, nicht ernsthaft Drei. jetzt. Ja, geil. Nicht mehr jetzt. Okay. So. Drei, zwei, eins. Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play auf meinem Kanal Summon Let's Play. Ja, ich habe auf Wunsch von einem neu angefangen und ja, das seht ihr jetzt hier. Ich habe meinen Namen, bin jetzt bekannt unter Summon Let's Play. Ich werde hier von Kalle von hinten genommen und ich glaube, dann ist doch alles perfekt, oder? Wir befinden uns hier im Minecamp. Ja, wir befinden uns hier im Minecamp. Mit dabei sind Kalle HD Hallo. und Methos. Hallo. Den ich jetzt mal unauffällig verfolge. Ja, ich will nämlich jetzt Sand holen. Den brauche ich nämlich für die Falle. Und Mensch, zwar. hat hier ein kein richtiges Baum irgendwie oder Und so. zwar, wir bauen jetzt mal eine schicke Falle. Eine, die auch schick aussieht. Wie soll das Und gehen? zwar, wo setzen wir die denn hin? Wo setzen wir denn? Weil ich würde es ja ganz gern irgendwie in der Nähe hier vom Eingang bauen, aber das wird wohl Ich hätte nicht noch eine. wirklich möglich. Was sind denn das bitte für Truhen hier? Warte mal, Adrian, lass uns mal ganz kurz einmal kurz an einer anderen Stelle gehen. Dann erkläre ich den Spielern mal ein bisschen Minecamp. Ja, okay. Das waren die Kisten von Hubi. Ja, ich gehe kurz im Rot 2. User left your channel. Und ich suche mir jetzt erstmal einen Platz. Ich würde sagen, müssen wir doch ein bisschen weiter hinten hingehen, aber ich brauche eine Axt, damit ich mir hier ein bisschen Platz machen kann. Das heißt, ich gehe jetzt direkt hier rein. Der wird noch Holz haben. Und dann craften wir uns erstmal eine Axt. Mal gucken, Birkenholzbretter hat er ja reichlich. Notfalls kann er von mir noch welche haben. Dann gehen wir, wo hat er denn sein Crafting Table? Also irgendwie hat er hier komplett umgebaut. Das, also Kalle, das geht ja mal gar nicht. Ich kenne mich in deinem Haus nicht mehr aus, ne? Ich glaube, ich gehe besser in mein Haus. Weil, Moment mal. Kalle hat meine Idee geklaut. Ja, ist klar. Erwischt. Gut, dann gucke ich mal hier unten noch schnell. Ich will ein bisschen mehr sehen hier. Wollten der bitte? Ach so, das war noch von dem Event, das die Roten das letzte Mal gewonnen hatten. Das heißt, von dem ersten Event, da war ich leider nicht mit dabei. Das zweite Event, das habe ich schon aufgenommen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt vor diesem Video. Ich glaube, das kommt vor diesem Video noch online. Also das heißt, wenn ihr das Video seht, ist das zweite Event definitiv schon hochgeladen. Gut, ja. Da haben aber leider die Roten verloren. Das ist das Schlimme dabei. So, genau. Ich wollte eine Axt craften. Das heißt, ich mach mal ein bisschen mehr. So. Da hätte ich vom Kalle eigentlich gar kein Holz nehmen brauchen. Na gut, tue ich es ihm nachher wieder rein. Gut, dann brauchen wir das hier. So, machen wir zwei Stück. Das dürfte reichen. Und gehen wir nur nach oben.
Dann gucken wir mal. Ja, ich werde dann in die Häuser auch noch überall Trittblätter, ja, Blätter, genau. Trittbretter reintun. Also irgendwie muss ich, glaube ich, mal meine Sounds ein bisschen leiser stellen. Das ist mir ein bisschen zu heftig. So, Geräusche. Das kommt mal aus und das stellen wir mal runter auf 15. Das reicht in der Regel. So, fertig, fertig, zurück. So, machen wir das weg hier. Dann können wir hier eigentlich theoretisch so ein Haus hinbauen. Und ich hoffe, die Blauen, die sehen das nicht, bevor sie mal wenigstens drauf reingefallen sind. Und zwar werde ich. Moment, ich brauche. Doch, ich brauche noch Holz. Ich brauche noch mehr Holz sogar. Ich werde das in Birkenholz bauen. Aber ich werde mir das Holz jetzt aus meiner Truhe unten nehmen, weil da habe ich ja noch. So, hier runter. Ja, ich weiß, ich renne schon wieder alles hin und her. Ist klar. Es ist. Nee, mies aus der Laufdepp. So, das sind alles Birken. Die brauchen wir. Ja, notfalls müssen wir noch welche farmen. Oder aber Kalle hat noch welche. Der Summer Let's Play wird noch keine haben, weil das ist jetzt sein erster Tag heute hier. So, und dann gehen wir dahin. Und ich habe geplant, dort ein Haus zu bauen. Aber kein normales Haus. Sondern ein Fallenhaus. Das wird ein sozusagen ein Haus sein, wo offiziell dann halt eine Truhe drin steht, die ja angeblich die Sammeltruhe ist. Habe ich überhaupt noch Schaufeln? Ja, nee, ist klar. Irgendwie habe ich das gewusst, dass ich irgendwas wieder vergesse, aber Moment, Moment, ich habe doch hier eine Werkbank. Da könnte ich mir doch eine Schaufel machen. Das ist doch überhaupt kein Problem. Mensch, das passt ja. So, dann machen wir uns noch eine Schaufel. Und zwar heben wir. Das heißt, nee, ich baue erstmal das Haus. Ich baue erstmal das Haus. Und zwar platzieren wir das hier so hin. Das heißt, ich brauche erstmal Birke, 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 Birke. Das machen wir so. Genau, so. So. So, hier so hoch, genau. So, Moment, genau. So, dann machen wir hier noch ein bisschen. So, so, zack. Und daneben, daneben. So, das heißt, hier in der Mitte braucht gar nicht so hoch. Hier soll ja dann die Tür hin. Hier will ich die Tür haben. Dann bauen wir hier mal so ein bisschen hoch. Das heißt, hier machen wir diesen. So, genau. Dann zack, zack, zack. Zack, machen wir uns erstmal hier so die Linie. So. Nee, halt. Das war verkehrt. Da will ich es gar nicht haben. Das muss dahin. Genau. So wollen wir das haben. So, dann müssen wir uns hier mal ein bisschen hochbauen. Das heißt, den Sand, den müssen wir da mal rausnehmen. So, dann. Zack, zack. Das machen wir hier so. Dann, da, da. Das können wir theoretisch zumachen, weil es muss sowieso zu. So. Dann, genau. So, so. Genau, so wollen wir das haben. So. Perfekt. Das ziehen wir hoch. Da auch. So, und da müssen wir. Ja, das ist jetzt ungünstig. Gut. Weil ich mag jetzt eigentlich nicht noch mehr Schaden haben. So, dann hier.
So. Ja, wenn man ein Kreativ baut, ist das alles so ein bisschen einfacher. Aber Kreativ gibt es hier nicht. So. Das kommt hier auch so hoch. Das heißt hier. Genau. So, nee, da nicht. Da muss es hin. So, genau. Da. Da, da, da. Da. Und das noch oben drauf. Dann, das ist übrigens ein Stil, den ich mir von einem Spieler namens Sonic Crixen abgeschaut habe. Ich habe den nur ein bisschen für mich sozusagen variiert. Das habe ich für mich so ein bisschen variiert. Gut, gehen wir hier noch ein bisschen nach hinten. Also ein Part noch nach hinten, würde ich sagen. So, und da muss irgendwie wieder Erde rein. Genau, das gehen wir noch nach hinten. Dann machen wir hier. Hier gehen wir dann ums Eck. Das heißt, das geht dann hier weiter. So. Genau. Okay, der muss weg. Definitiv. Da hilft alles nichts. Oh. Okay, da werde ich wohl einen Teil dann von oben abbauen müssen. Aber das macht ja alles nichts. Das kriegen wir auch noch weg. So, und irgendwie höre ich jetzt von den beiden gar nichts mehr. Inzwischen sollten sie den Zuschauern von Summon Let's Play die Regeln von Minecamp doch erklärt haben. Ich dachte, die wollten eigentlich wiederkommen. Ist ziemlich ruhig hier. Gut. Nichtsdestotrotz, wir bauen weiter. So, dann hier. Genau. Dann müssen wir hier noch einen weiter. Jo. Gehen wir hier noch einen weiter. Ach, da ist ja das Portal, das leider nicht richtig funktioniert. Da werden wir mal jemanden drum bitten müssen, der das sich ein bisschen besser auskennt, als der, der es derzeit gemacht hat. Das ist ja auch so ein Riesenbaum, meine Fresse. Das ist ja. Ich meine, klar, ich freue mich über die Masse an Holz, aber jetzt gerade ist es eher ungünstig. So. So. Gut, dann hier. Genau, und dann muss hier hin. Richtig. Perfekt. Da müssen wir nachfüllen. So. So, und dann hier. So, genau. So wollen wir das haben. Das heißt, wir bauen das Ganze hier dann so hoch. Nee, so nicht. So nicht. So aber nicht. Und zwar habe ich geplant, hier drin wird dann alles Sand sein. Zumindest die Oberfläche. Das heißt, hier wird ein tiefes Loch entstehen. Das heißt, wir fangen hier an. Zack, zack, zack. So. Huch. Da geht es ja schon runter. Na gut, da brauche ich nicht ganz so viel buddeln. Ich hoffe, die helfen mir noch gleich beim Buddeln. Jetzt habe ich einmal zu weit gebuddelt. Okay. Macht nichts. Und schon wieder. So. Das muss alles weg hier. Ja, ich weiß, ich habe schon wieder nicht dran gedacht, dass ich da noch raus muss, aber da setze ich mir gleich noch Blöcke hin. Da kommen wir schon wieder raus. Ich meine, wir haben ja dann genug Erde, damit wir uns hochbauen können. Das heißt, das muss in dieser Folge möglichst fertig werden. Weil wenn ich das nicht in dieser Folge fertig mache, haben es die Blauen vielleicht schon zu früh gesehen und fallen dann womöglich nicht mehr drauf rein. Das wäre natürlich ungünstig. Das wäre extrem ungünstig.
meine, klar, es besteht auch die Hoffnung, dass sie vielleicht bei mir gar nicht auf den Kanal schauen, aber darauf will ich mich nicht verlassen. Darauf will ich mich absolut nicht verlassen. Und ich brauche schon wieder eine Schaufel. Gut, Erde, 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 Erde. Den machen wir dahin. Das machen wir dann nuff. So, dann bauen wir uns hier mal hoch. Ne, da doch nicht. Da muss ich rauf. Hier, genau. Ja, machen wir das so. Das heißt, das muss ich mir dann als Treppe da lassen. Das machen wir dann hier. Das muss mal weg hier. Und zwar, wir bauen das hier mal um. Zack, zack, dass ich mal ein paar mehr habe. Dann machen wir erstmal. Ja gut, ich habe eh nur noch Platz für eine Schaufel. Ich muss mir dann mal eine Truhe setzen. So. So passt am besten. Ja, ist klar. Da hat es mir die Samen aufgehoben, die Sau, die ich gar nicht haben will. Gut. Machen wir erstmal außen das hier fertig. Das Häusel. Das heißt, hier setzen wir mal rein. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die beiden mir helfen. Es sieht so aus, als müsste ich das doch alleine machen. Gut, der Baum, der muss dann auch noch weg. Das machen wir dann später. So, dann, wo habe ich denn meine Koppels da? Nein, ich setze mir jetzt erstmal eine Truhe dahin. Das geht ja gar nicht. So. Das heißt, die. Hä? Wo habe ich denn die Truhe jetzt? Werkbank? Bin ich denn doof? Ich habe doch gerade eine Truhe gecraftet. Nee, ich Depp hab noch eine Werkbank gecraftet. Ah, Mann, nein, das kann's nicht sein. Die Truhe, das heißt, ich habe doch hier irgendwo eine Werkbank hingestellt. Bin ich denn blöd? Da hinten, da steht sie. Gut, dann hier, so, das wollten wir haben hier. Und das machen wir uns jetzt auch. Kack auf die Werkbank, Menschenskinders. Ich brauche Platz. So, das heißt, ich mache da erstmal hier die Setzlinge rein. Die sind am wertlosesten, weil ich weiß nicht, ob da von dem Blauen noch jemand kommt. Bisschen Erde können wir da auch noch reinballern. Die brauche ich im Moment nicht. So, den Rest kriegen die nicht. Dann, ja, ich weiß, ich könnte auch zurücklaufen irgendwo hin und in irgendeine Truhe packen. Das möchte ich jetzt aber nicht, weil ich will nicht alles hin und her laufen. Das wäre ein bisschen blöd dann. Nein, Mann, nein, hier, zack, so, und wieder raus. So, der ist ja nach dem Baum. Ach so, das ist ja der, den ich da, wo ich das Laub gerade weggehauen habe. So, gut. Zack, zack. Und hier. Dann hier noch. Und ich brauche unbedingt Birkenholz. Jede Menge Birkenholz. Das heißt, ich werde jetzt erstmal in den anderen Raum gehen. Vorausgesetzt, sie sind noch da. Ja. Geben wir uns erstmal die richtige Server Gruppe. group assigned. Channel switched. So, Leute, wie weit seid ihr? Ja, ich habe Wir meine nehmen gerade ein bisschen Aufnahme auf. einmal neu gestartet, weil ich Probleme hatte mit Minecraft. Ach so, Ich gut. hatte mittendrin einmal 60 FPS, dann mal 50 FPS, dann mal 30. Jetzt habe Oh. ich flüssige 120. Ja, das ist gut. Ich könnte dann auch eure Hilfe brauchen, wenn ihr dann soweit Wir seid. bauen gerade einen Tunnel ins gegnerische Dorf, aber wir können dir gerne ein bisschen Ja, helfen. die brauche ich durchaus, die Hilfe, weil ich brauche jede Menge Birkenholz. Und ich hatte Birkenholz. eigentlich gedacht, hier Summon Let's Play will mir helfen beim Fallenbau. Ja, da war auch irgendwie was so geplant, oder? Ja, dachte ich eigentlich schon. So, das machen wir hier so. Also Kalle, ich habe hier ein Weil das Höhlensystem gefunden, muss ne? auf jeden Fall in dieser Folge fertig sein, weil sonst besteht die Gefahr, dass die Blauen diese Falle zu früh auf meinem Kanal sehen. Wäre nicht so günstig. Komm eh nicht in unser Dorf.
Da Wir haben wäre ich mir nicht Schiss. so sicher. Wir haben Schiss. So, das muss ja eh noch höher. Das heißt hier. Haben wir gerade Kohle, ne? So. Und zack, da war mein Birkenholz alle. Oh, da ist noch Kohle. Alter, wie viel Kohle ich hier einfach finde. Dann. Adrian, Adrian, geh mal hoch und helf ihm. Ich baue hier so lange den Tunnel Ja, weiter. ich Ja, brauche auf okay. jeden Fall Birkenholz. Ja, genau, dann geh mal hoch und helf ihm mal. Ist Ich dann baue den Tunnel irgendwas da an weiter. Birkenholz, Kalle? Ich habe kaum was. Wenn ich was habe, würde ich das schon gerne ein bisschen behalten. Ja, gut, es wird ja hinterher wieder gefarmt. Meine Kisten sind alle. Weißt du, wie voll meine Kisten waren und wie leer die jetzt sind? Okay, ich sehe schon, der Bau wird länger dauern. Deshalb, da Hubi ja die ganze Sache gelockert hat, das heißt, wir können auch ein bisschen Aufsehen machen und ich will euch nicht die ganze Bauphase hier so extrem antun. Ja, deshalb werde ich jetzt hier mal einen Schnitt machen und dann hinterher das Video zusammenfassen und ihr seht dann hinterher das Ergebnis. Hallo? Dann sage ich mal, Ja. bis gleich. Was? So, und jetzt geht's weiter. Wir hatten ja jetzt gerade einen Schnitt. Soweit habe ich es bis jetzt. Ich habe auch schon den Fußboden drin. Wie insgesamt die Falle funktioniert, werde ich jetzt hier nicht zeigen. Weil, wenn ich zeige, wie sie funktioniert, könnte sie an Wirkung verlieren. Ja, also ich kann euch versichern, die Falle wird funktionieren, sobald jemand da drin versucht, an unser Hab und Gut zu gehen. Ja, das Dach, das baue ich das nächste Mal mit euch auf. Sobald die Falle seine Wirkung getan hat oder sobald, ja, ich sag mal, das blaue Team gemerkt hat, dass hier eine Falle ist, durchschauen meiner Videos. Ich lade dieses Video extra etwas später hoch. Das heißt, ich habe ein paar Folgen vorgedreht, damit das nicht zu früh rauskommt. Ich hoffe, dass dann die Falle inzwischen zuschnappt. Gut. Habt ihr noch irgendwas Abschließendes zu sagen? Nö, ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass ein Blauer da reinfällt. Ja, ich auch. Okay. Ein Tutorial wird es später dazu geben, nachdem entweder die Falle funktioniert hat oder die Blauen rausgefunden haben, dass es eine Falle ist. Ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss.